Und wenn es da halt minimal Abweichungen gibt, dann pienst der direkt rum, ne? Also da hängt schon gut was dran. Richtiger Knubbel. So, heute geht es um diesen schönen VW Golf GTI 2015er in der Performance-Variante. Problem hier ist, dass die Motorcheck-Kontrolle an ist. Bei 100, ja, 16.000, fast 117. Der Kunde hatte schon Fehlerauslese gemacht und hatte was berichtet von Saugrohrklappen. Da wollen wir jetzt mal schauen, was er bei uns ausspuckt und uns dann die Saugrohrklappen mal anschauen. Ich werde ihn dann gleich mal fahren und wir gucken mal, ob sich da was tut oder weil da brechen nämlich alles die Wellen. Und da gehen wir heute mal ein bisschen näher auf das Thema ein. Aber jetzt erstmal Fehlerauslese. Okay. Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung. Gebe. Okay. Da ist dann wahrscheinlich das Potentiometer defekt von der Saugrohrklappe da. Genau. Gut, wollen wir mal schauen. Wird jetzt erstmal gelöscht. So. Okay, das ging schon mal. Und dann schauen wir uns die Echtzeitdaten an. Ja, in dem Zuge wird dann das Saugrohrmodul demontiert und der Kunde hat noch gewünscht, dass ich die Ventile strahle. Noch die Einlassventile dann per Walnut Plasting werden noch gereinigt. So, eben von der Probefahrt gekommen. Der Motor läuft auch echt schön sauber. Soweit und hat jetzt auch auf den, ja, 10 Kilometer, sag ich jetzt mal ungefähr, waren es keinen Fehler mehr abgelegt. Ich habe mir einen Parameter aufgelegt im Teste und habe mal geschaut, wie es aussieht, ob irgendwie Einbrüche sind oder Peaks oder was auch immer. Aber das war jetzt nicht der Fall. Das bedeutet, wir machen jetzt das Saugrohr mal ab hier und schauen uns die Welle an und so. Ich vermute aber, dass es Potentiometer einen Schuss hat. Und schauen wir uns gleich genauer an. Bis dann. So, das Saugrohr ist demontiert. Jetzt ist es so, hier ist ein Druckwandler und der wird vom Steuergerät angesteuert und gibt dann hier quasi Unterdruck auf dieses Ventil drauf. Da geht es dann hier rein an die Welle, wo auch die Klappen hier befestigt sind. Das heißt, hier ist die Betätigung und auf der Seite hier, da sitzt der Hallgeber. Das ist in dem Fall dann Hallgeber, wie auch immer. Beim Vorgänger war es noch ein Potentiometer, ein richtiges, was da fest verbaut war. In dem Fall jetzt eben hier ein Hallgeber. Ja, so rum, genau, so sitzt der drin. Genau. Ich habe jetzt hier mal die Klappen angesteuert eben, geguckt, ob da alles okay ist. Also er fährt auch auf und zu, ohne Probleme. Aber man sieht schon, dass die Klappen, die lappeln schon richtig rum hier, ne? Also das Problem ist halt immer durch das Öl und die Hitze, heiß, kalt und so weiter, verzieht sich halt im Laufe der Zeit hier alles. Und ein bisschen verknastert ist es natürlich auch. Genau. Aber wenn ich jetzt mal auf 100% gehe, dann sind die noch eigentlich relativ fest. Also das passiert auch manchmal, dass die abbrechen oder kann der Sensor eben auch einen falschen Wert liefern. Jetzt ist es bei dem aber so, zum einen, klar, lappelt das rum hier, kann auch sein, dass es halt ein bisschen später hier zu den Endpositionen kommt oder dass doch eine irgendwie ein bisschen flattert im Betrieb. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass hier auf der Seite, wo der Hallgeber ist, da ist, ich nenne es jetzt mal, wie könnte ich denn das sagen? Ich weiß auch nicht, ob man es gescheit sieht. Da drin sitzt der Hallgeber und der baut im Endeffekt ein Magnetfeld auf. Und hier ist ein Schieber. Genau, ich nenne es jetzt einfach mal Schieber hier. Hier drin. Und der wechselt natürlich die Position, je nach Betätigung der Klappe. Ich kann mal eben gucken, ob man das sieht.
So, ich habe eine Hand zu wenig. Ah ja, sieht man, ne? Hier oben. Ja, das dreht sich dann mit. Und so merkt er 100% oder 0% oder 100 und 0, 100 und 0. Aber das ist hier komplett ausgeschlagen, hier das Ding. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das sieht auch so aus, wenn das ein Stück versetzt wäre. Und ich vermute, ist hier ein Spiel drin. Und dann erfasst er eben die Position nicht mehr gescheit. Und dadurch, ja, von der Seite sieht man es auch gut. Und dann setzt er eben den Fehler, weil er nicht mehr genau weiß, wo er ist. Ja. Also der Sensor erfasst dann nicht mehr, ob 100 oder 0. Vielleicht ist er dann irgendwo zwischendrin, weil das so einen Versatz hat. Da reicht auch schon, das reicht auch schon, wenn es minimal ist. Weil der misst ja nur in dem kleinen Bereich hier. Also der Schieber geht dann auf die Seite und auf die. Und dann ändert sich das Magnetfeld hier im Sensor. Und dadurch erfasst dann eben das Steuergerät die Position von der Klappe. Und das ist alles. Und wenn es da halt minimal Abweichungen gibt, dann pinst der direkt rum. Ne? Und das ist jetzt der Hauptgrund. Das bedeutet, es kommt ein neues Saugrohr rein. Und ja, kostet jetzt auch nicht die Welt und bietet sich an. So, hier nochmal das gleiche Spiel. Schließen wir hier oben an. Dann werden die Klappen angesteuert. Und hier, die sind bombenfest hier. Also viel fester, da lappelt nichts rum, gar nichts. Mal Mittelstellung. Genau. Dann würde ich sagen, wir reinigen jetzt noch die Ventile, die Einlassventile. Zeige ich euch auch gleich, wie die aussehen. Und dann wird das neue Saugrohr wieder montiert. Mit dabei ist immer noch ein neuer Druckwandler und dann natürlich die Druckdose und das Potentiometer. Das ist quasi hier alles in einem. Muss ich die Einspritzdüsen hier noch umbauen, die extern sitzen. Hier ist ausgraviert, das ist ein Original-Saugrohr, aber aus dem Zubehör. Aber wie man sieht, hier eigentlich 1:1 das gleiche wie original. Ja. Da macht man keinen Fehler mit. So. Und das sind die Einlassventile. Also da hängt schon gut was dran. Richtiger Knubbel. Hier auch. Also deswegen unbedingt, wenn man es schon mal abhat, Saugrohr, dann sollten die auf jeden Fall gestrahlt werden. Weil da jetzt einfach wieder zumachen und weiter geht's, ja, wäre nicht so sehr schön. So sieht es aus, das Ganze. Mit 116.000 Kilometer. So, Ventile sind gestrahlt. Sieht quasi wieder aus wie neu. Ja, war doch schon gut was drauf da. Jo, jetzt kommt ein Saugrohr wieder drauf. Und dann wird er zusammengebaut. Der kriegt dann noch einen Ölwechsel, neue Zündkerzen. Und dann schaue ich mal noch mit dem Endoskop in die Zylinder, wie die so aussehen, wenn die Kerzen eh mal draußen sind. Und dann wäre es soweit alles erledigt. Dann melde ich mich noch mal zurück bei der Probefahrt. Bis dann. Ciao. So, eben Probefahrt gemacht. Läuft sehr gut. Ich hatte jetzt nicht gefilmt, aber zeige euch jetzt noch hier, wie schön er läuft. So. Drehzahl schön stabil hier. Und dann gehen wir mal noch vor. Hört sich natürlich alles immer ein bisschen lauter an, wie es ist, über das Mikro. Aber läuft auch schön sauber. Keine Aussetzer, gar nichts. Schön ruhig. Und hier wollen wir eine Fehlerauslese machen. Und zack, kein Fehler mehr abgelegt im Steuergerät.
So. Genau. Ja, der Kunde kann sich jetzt wieder freuen über ein Fahrzeug, quasi ohne Fehlermeldung. Es passiert halt schon ziemlich oft. Oder ab und zu mal, ich will jetzt nicht sagen oft, aber dass halt nach einer gewissen Zeit die Saugrohre kaputt gehen bzw. die Wellen ausschlagen. Jo, wenn ihr sonst noch Fragen habt, gern unten in die Kommentare schreiben oder mich persönlich anschreiben, E-Mail-Adresse, so rum, und Telefonnummer, steht alles unten drin. Und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann alles Gute, gerne liken das Video und abonnieren. Danke, ciao!